Was ist das denn? Und wieder der nächste Schrei. Oh, sehr gut. Halt, ich bin schon. Wasser, gell? Wasser. Na, Wind sogar. Hätte ich nicht schwören können, Wasser. Könnt mehr gebrauchen. Na, gerade Wind, oh ja. Geht. Schnell mehr, ja? Sehr, sehr schnell mehr, ja? Die freuen sich schon, dass ich da bin. Bist du deppert, die freuen sich wirklich. Abstand, Abstand, Feuer. Geht sich noch aus, oder? Bis wir da gekommen sind, geht sich das fix noch aus. Dann finden wir sicher da noch irgendwo eine Telefonzelle und das passt dann schon. Wenn ich das noch einmal mache, glaube ich nicht mehr. Oder? Wenn ich da was finde, da was finde, da was finde, Alter. Sind wir nicht besser? Ich finde da bei jedem Eck jetzt auch was. Müssen wir da aufschauen. Ah, da ist eh schon wieder Nebel. Da, das Ganze interessiert mich schon wieder nicht. Sobald da der Nebel da irgendwo ist, vergiss. Wie aber gleich wieder fliegen will der Avra, aber wie? Step, oder da? Weißt du, was ich mir da wieder erwarte? Für ein Level Up, oder? Step. Ich glaube, ja, 20 Level Up, oder? Ich glaube, aber 20 verschiedene. Sagen wir so, gleich auf 40 oder irgendwas. So, welcher Avra ist da? Shit. Problem ist, dass die anderen auch noch da sind. Schieß einmal. Das wär's. Boah. So ein Hund, sagst du. Ich kann mich nur so schützen. Mord, bevor die mich da erwischt oder nach, danke. Kuckuck, damit schießt und dann schon zu sehen. Ja, Gott sei Dank. Oh, so eine grausige Missgeburt. Das ist wirklich ein grausiger Gegner. Das ist wirklich schlimm. Bevor ich gleich reinigen tue, hole ich mir den kleinen Havara-Auto mit. Sicher, sicher. Und da drüben hole ich mir auch gleich den nächsten Havara. Wichtig und richtig. Günstele. Windkette? Ja, plus 2. Jetzt sollte ich mal aber nachschauen wegen der Kette und alles drum und dran. Haben wir eh schon Stufe 2 Windangriffskraft. Ja, das ist schon geil. Ist schon sehr geil. Aber ja, ausgerüstet passt. Aha. Da kann ich dann später sogar mehr Ketten da mitnehmen. Irgendwas muss ich dann da machen, dass ich da mehrere Sachen da... Oder vielleicht durch den ein oder anderen Outfit, dass da vielleicht irgendwelche Unterschiede gibt, aber glaube ich nicht. Na, muss ich jetzt nicht extra so herumlaufen. Muss jetzt nicht ehrlich gesagt sein. Na, nee. Weil das ist quasi, wenn's Vorbesteller-Boni, glaube ich, ist das gewesen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich eh quasi rundherum. Jetzt müssen wir definitiv mal rundherum. Und vielleicht, wenn möglich, vielleicht einmal das ein oder andere abgeben. Boah, weil jetzt oder dann wird's... Ja, da haben wir's eh schon. Wollte schon sagen, wird's dann schon langsam wirklich ein bisschen kritisch, ein bisschen. Weil 47 ist nicht gerade wenig, überhaupt nicht wenig. Boah. Aber wir haben damals 14.000, glaube ich, gekriegt gehabt, oder? 12.000, nein, 12.000 haben wir gekriegt gehabt. Damals. Also ein bisschen weniger. Hergehört, du hast über 50.000 Geister gerettet. Das hoffe ich wohl. Ein ganzes Stadion füllen. Ich kann sie regelrecht jubeln hören. Ja, das Problem ist, dass ich noch weitere 200 aus dem Top. Boah. Ja. Noch weitere 2000. Alles klar. Aha. Wenn ich mir überlege, so, du hast 50.000 geschafft. Havara,
Es ist noch gar nichts. Es ist noch lang gar nichts. Ich muss noch 200.000. Wenn ich so wirklich so drüber nachdenke, Alter, Level. Wahnsinn, wie viele Geister da noch am Start sind. Wie viel. Mach einmal allein schon mal ein Gebiet fertig. Das ist ja wieder das nächste, Alter. Machen wir ja nur mal ein Gebiet fertig, Alter. Wie steppert. Passt, Baum ist da. Sehr gut. Hol ich mir gern. Hol ich mir sehr gern die Gegner. Perfekt. Easy peasy. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was Grünes kriege. Sehr gut. Dieses positive Grüne natürlich. Klebwurzel, Klebwurzel. Ja, genau so. Was? Exakt oder was? Irgendwas da klar ums Eck oder irgendwas hat er da gesagt. Oder zusätzlich. Der Haverer. Irgendwas hat er zusätzlich noch gesagt. Der Hund. Muss unbedingt schauen, unbedingt sammeln, unbedingt. Ich gehe einen guten Weg. Ich gehe einen guten Weg. Ich glaube, von hier aus muss ich, glaube ich, nur gerade. Ja. Muss ich nur schauen, dass ich gerade irgendwie da so durchgehe. Trotzdem würde ich mich gern wappnen, weil da kommt fixer Bossfight. Also wenn da kein Bossfight ist, dann bin ich vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht. Ich warte schon nur drauf. Dass ich da mal langsam ein Bossfight daher krieg. Na schau, der holt sich. Gehen wir weiter rein. Immer dem Licht nach. Immer dem Licht nach, das ist super. Danke. Gut zu wissen. Erika ist nicht da. Erika ist im Wald. Alles klar. Die wissen definitiv Bescheid. In diesen Zeiten? Klar. Oh, ich darf nicht mitkommen. Oh, ich bin nicht hier. Ich hätte dich überall mitgenommen. Ich bin nicht so Arschloch. Treppe, da 100 Treppen oder was auf. Da rennst du mal. Da rennst du mal schön. Oh. Das ist aber cool gemacht. Das ist aber richtig cool. Ach du Scheiße. Da warte ich mal schon mein Bossfight. All jene, die sie gesammelt haben. Aber es sind so viele. Da erwarte ich mir meinen Bossfight. Je länger man also mit einer Arbeit, desto weniger lässt man an sich ran. Ansonsten ist man fehl am Platz in diesem Job. Trotzdem gibt es hin und wieder Fälle, die einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Das hier ist einer davon. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese schreiende innere Stimme, die von dir verlangt, alles richtig zu machen. Hör auf sie. Sie gibt deinem Leben Bedeutung. Ich bin gespannt. Ja, jetzt bin ich aber eh voll. Servus. So, servus, grüß dich, servus. Bist du jemand? Ihm habe ich diese beschissenen Kräfte zu verdanken. Für ihn ist die ganze Welt ein Experimentierkasten. Er wird deine Schwester benutzen, ohne jeden Skrupel. Rette sie. Rette sie einfach. Oh, stark. Aber auch mal wieder in so einer Ruine, in so einem Tunnel. Und das Ganze. Muss ich nicht jedes Mal haben. Oh, sogar ich persönlich, oder was? Ich leg mir auch gleich mit alle drei gleichzeitig an, mir ist wurscht. Sind aus ihren Käfigen ausgebrochen. Du, Keke! Stopp! Wo ist Mari? Ein faszinierendes Wiedersehen. Aber das muss warten. So eine geile Maske, ich will die haben. Genau die will ich haben, am Ende des Games. Ich habe keine Verwendung mehr für euch.
Es ist bedauerlich, aber ihr beide könnt nicht erlöst werden. Was redest du da? Lass sie frei! Leider ist es zu spät, um ihr Lebewohl zu sagen. Sie hat bereits ihren Platz auf der großen Bühne eingenommen. Sie hat was? Es liegt noch viel Arbeit vor mir. Wichtige Arbeit. Also kann ich mir eh noch Zeit lassen mit dem Sammeln. Gut, diese süßen beiden werden sich an meiner Stelle um euch kümmern. Ja, passt. Sehr gern. Doppelt. Alles klar. Glaubst du wirklich, diese Scheiße erweckt die Toten? KK. Wovon redest du da? Dieser Spinner will einen Haufen Seelen ernten, um diese Welt mit dem Jenseits zu verbinden. Seine Frau ist vor 5 Jahren gestorben und jetzt will er sie zurückholen. So ein Ding ist das. Ich bin sicher, dieses typische Frau zurückholen. Stolz auf ihren lieben Papi. Wer sind die? Ich frag mir aber. Verzeihung. Es gab da wohl ein Missverständnis. Meine Frau und meine Tochter, sie verstehen mich vollkommen. Ah. Ich muss lediglich noch ihre Seelen aus dem Jenseits rufen. Oh, besondere Anerkennung verdient meine Tochter. Die Barriere würde ohne sie nicht existieren. Fuck, geil! Dein eigenes Kind geopfert? Der Körper ist lediglich ein Gefäß für die Seele. Warum sollte man sich an etwas so Vergängliches binden? Stark. Stark. Dogma. Dogma sehr. Stark. Sehr stark. Dieser Typ ist total krank. Die Zeit ist beinahe reif. Seh. Wird euch Gesellschaft leisten. Liebend gern. Let's go. Das könnte ich sogar sagen. 2 auf einmal, gell? 2 auf einmal. Oder nicht? Tito, verschwinde da! Er hat auseinandergerissen. Was? Was? Tito, von vorn kannst du sie nicht besiegen. Versteck dich erstmal! Oder! Im Alleingang! Oder! Ich war so weit, oder? Ich war so weit! Das ist nicht weh, oder wie ist das? Wenn der nicht. Na, kann ich nicht aufklettern. Das wäre halt geil gewesen, wenn ich irgendwo aufklettern könnte, weil dann könnte ich wenigstens ein bisschen Scharfschütze spielen. Verstanden! Ja, anschleichen glaube ich wird einmal nix. Anschleichen haben wir an. Ja, Alter, cool, boom, Alter. Kann mich ja nicht einmal gescheit verstecken. Erika, wirklich. Aber ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Ich wollte nur kämpfen. Papa, Mama, Renko, mein ganzes Leben lang wurde ich beschützt. Immer konnte ich mich hinter anderen verstecken. Die meiste Zeit hat mich das nicht mehr gestört. Aber jetzt ist es anders. Ich warte lieber. Hm. Diese Angriffe haben keine Wirkung. Da muss ich warten, bis sie eine Wirkung haben. Vielleicht mit so einem Kaboom oder irgendwas. Irgendwas in der Richtung. Alter, habe gerade bloß wieder so Leben nicht. Ich muss die scheiß Bitch. Jetzt wollte ich was versuchen, dann geht's wieder nicht. Fick dich!
Wo ist die? Hat sie sich da reingehauen? Die hat sie fix da reingehauen, 100%. Ziehen wir sie raus. Verstanden. Ich versuche mich von hinten an sie ranzuschleichen. Du laufst und laufst und laufst, dann wirst du nicht fertig. Kennt ihr das depperte Fixe? Das ist ja Wahnsinn. Versteckt sie ja besser als wir? Sie mich ja quasi von hinten anschleichen, hat er ja gesagt. Ich muss mal hinten ankommen. Einen fairen Kampf werde ich nicht überleben. Ich muss mich verstecken und erstmal abwarten. Frontalangriffe sind sinnlos. Explosion ist gut. Explosion ist wirklich gut. Ist ja wenigstens schon mal was. Das ist wenigstens schon mal irgendwas. Macht zwar jetzt nicht vieles, aber immerhin. So, damit wir gleich im roten Bereich sind, wichtig und richtig. Damit wir vielleicht ein bisschen was abschießen können da. Was? Hat's nichts gebraucht? Na, geh, komm. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Jedes Mal hinter ihr geht das mal nicht, Haverer. Das geht nicht jedes Mal. Haverer, hier bin ich. Siehst du jetzt? Passt, danke. Das ist Arsch. Weißt du, dass ich die Kugeln... von den Kugeln prallt es ab. Wenn die Kugeln prallt es ab, das ist das Geschissene. Wenn ich überhaupt irgendwann mal treffe. Ich muss sie doch irgendwie festsetzen können. Okay. Machen wir es also quasi so. Hast du noch eine gefunden? Okay, aber das ist wirklich die letzte. Und wie soll sie heißen? Ich war wie eine Katze. Alle haben sich um mich gekümmert. Aber so kann doch kein Mensch leben. Das ist doch kein Zustand. Ich bin gefangen. Wie eine Katze. Bringt sie nichts, super. Weil normalerweise wäre ich jetzt eigentlich schon hinter der Katze. Ja, darfst du halt nicht sehen oder irgendwas, gell? Was sehe ich? Ziehen wir sie raus! Verstanden! Ich versuche mich von hinten an sie ranzuschleichen. Wir sind unterwegs. Machen wir so. Ich hätte mir eigentlich ehrlich gesagt gedacht gehabt, dass die Blitze mehr Auswirkungen haben. Hätte ich mir jetzt gedacht.
Ich hätte mir gedacht, das hat mehr Auswirkungen. Alter. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Nebel weg ist. Wie lange hält denn der Nebel, Alter? Du deppert. Deppert, Haberer. Deppert, Alter. Der hält eine Ewigkeit, der Windsnebel. Ist noch so ein bisschen auf der Lauer, gell? Muss ich mal so schnell sein, weil das sind wir nicht besser, aber. Alter, da ist die schon 20 Minuten ums Eck. Jo, Alter, geh cool. Da kann ich ja quasi hinterherlaufen und nicht einmal dann bin ich schnell genug. Irgendwas gibt's da ja mit Deckung. Ja, bitte. Bitte. Unbedingt. Wichtig und richtig. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Alter. Sonst niemals. Niemals. Das ist einfach nicht richtig. Je komplizierter das Leben wird, desto leerer fühle ich mich. Niemand versteht mich. Ich bin nur eine Last und muss dauernd geschützt werden. Zuckt aus, dritte Phase. Ich bin eine leere Hülle. Miau, sich zusammenzufallen. Ich bin kaum noch lebendig. Nicht wirklich. Ich würde sagen, schauen wir mal, wie die depperte Kotze ist. So ist es sicherer. Nein. Es ist falsch. Depperter Nebel. Das ist ehrlich gesagt jetzt ein bisschen wert. Das war es mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sogar wert. Einen fairen Kampf werde ich nicht überleben. Ich muss mich verstecken und erstmal abwarten. Probieren wir es. Probieren wir es mal. Da sind wir nicht böse, aber die Schnelligkeit, was das Hundsviech hat, habe ich nicht. Ernsthaft. Ernsthaft. Oha, Alter. Oha. Oha. Das kannst du nicht bringen, Alter. Das kannst du nicht bringen. So schnell wie die Hurenskotze ist, bin ich nicht. Scheiße. Okay, dann doch nicht. Ich hab's probiert. Ich hab's definitiv probiert. Alter Schwede. So, versteck dich wieder. Kann sich nur um Stunden handeln. Alter, du bist einfach zu Fuß, viel zu langsam. Das ist das Geschissene. Hi. Wie geht's denn so? Kuss. Kuss geht raus. Das Problem ist, dass sie sich fix gleich wieder umdreht. Also ich muss sagen, also vom Tempo her, meiner Meinung nach ein bisschen unfair gemacht. Aber ich könnte jetzt eigentlich auch die ganze Zeit einfach zu ihr laufen und tschüss, Papa, weißt du? Eine Chance von vorne. Ich muss hinter sie. Okay. Okay. Bin zufrieden. Bin definitiv zufrieden. So geht es auch. So geht es auch.
So geht es auch. Bin zufrieden, kann man machen. Leck mich am Arsch. Wichtig und richtig. Geil, geil. Gegen die Mutter müssen wir auch noch kämpfen, gell? Also das wollte ich nur mal dazu gesagt haben, gell? Mhm. Bombe, 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 das schaut gut aus. Hier ist sogar schon ein kleiner Riss entstanden, bist deppert. Ich war so nah dran. Verdammt! Okay, okay. Wir müssen ihm nach. Hey, hey, hey. Lebt immer noch? Ich glaube, bald nicht mehr. Halt dich da raus. Überlass die Drecksarbeit dem Profi. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Obwohl ich hätte mir eigentlich so gedacht gehabt, dass alle drei eher ist. Das wäre auch geil gewesen. Es endet erst, wenn wir ihn aufhalten. Vielleicht sogar neue Fähigkeit. Digi, wie wär's denn? Ja. Die ist ja richtig geil. Musik, ja, wow, Musik, boah, nicht, aber mit Musik kannst du bei mir scheißen gehen. Nice, nice. Kapitel 4 auf ganz sexy angelehnt. Ich würde mal sagen, ein Hindernis gestoppt, zwei kommen dazu, na sogar vier. Bist du deppert. Wird immer schlimmer und schlimmer in der Stadt, statt besser. Und für was reinigen wir den ganzen Scheiß, wenn es nicht besser wird? Was ist das? Keine Ahnung. Aber ganz bestimmt nichts Gutes. Jetzt krieg ihr bloß keine kalten Füße, klar? Nee, ich doch nicht. Auf geht's. Und wie ich kalte Füße krieg und wie. Ein Telefon. Soll ich abheben? Könnte Rinko sein. Soll ich unbedingt abheben? Nein, ich weiß nicht. Zeig mal her. Kannst du schon quasi schon die nächsten Dinge da anschauen? Stöpert. Aber auch wieder ein paar Geister. Sehr gut. Im Wald kann das so zart sein, die könnten sich so gut verstecken. Wie steppert. Oh, da kann ich mir sicher noch vorstellen, so Zähne von den Dingern wird es sicher noch geben. Zum Sammeln. Fix. Aber ich würde mich dann dementsprechend dann wieder vielleicht sogar auf die ein oder andere Nebenmission widmen. Oder vielleicht sogar mal das ein oder andere Gebiet sogar fertig machen. Ja, wenn nie. Wenn. Naja, manche Gebiete kann ich trotzdem nicht fertig machen, weil das ist noch immer besetzt. Der ganze Scheißdreck ist noch immer besetzt, dementsprechend. Na, weißt du was, machen wir dann einmal weiter, bis wir dann wirklich halt so quasi in Anführungszeichen alles offen haben. Würde ich jetzt mal sagen. Leute, dementsprechend würde ich sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.